Tasche. Soldat. Ich krieg schon so auf Professor, also. Hast du gestartet? Ja. Okay, ich nicht. Ja, da ist Aiden, die hat graue Haare. Ja. Der Mann hat spielt jetzt direkt so Episode 7, 8 mäßig, ne? Oder Ja, 7, würde ich 8, mal ne? sagen, ja. Ja, ich meine, das Ende war ja, dass Kylo Ren schon da war, also würde ich mal sagen. Ne, weil 8 weiß ich glaube ich noch nicht. Ich glaube eher so Episode 7 oder so. Ja, genau, da ist schon wieder eine neue Petition am Rumlaufen da. Ich weiß, habe ich schon gesehen. Die wollen, dass der aus dem Canon gekickt wird, der Film. Was haben die Leute für Aggressionen, ey? Die wollen irgendwie, dass irgendwie der Film aus der Canon gelöscht wird und dann ein neuer Film Ja. gemacht wird. Ja. Why? Vaterschaft. Boah, diese Weißt du eigentlich, Frame-Einbrüche bei den Cutscenes schon wieder. du hast mich enttäuscht. Bei mir nicht. Ja, aber bei mir vorher schon. Zum Glück habe ich das Spiel auf Englisch, ey. Na, ah, stimmt. Wird nicht gut für dich enden. Vielleicht sollte ich das auf Japanisch stellen. Geht Ja, das? geht auch. Geht Ja, das? klar. Ja. Geil. Hier begrabt der Miko und seine Crew. Finger weg Vielleicht von der mal. Box. Onkel Shrimp. Ja, das ist der beste Charakter, Den ja. Duckschädel vermisst. Boah. Ja, ich Der hasst danke alle. auch, Ist alles okay? Wo ist deine Mom? Besonders Die suchen Lando. Einen Schön, dich zu sehen, Schiff. Wo ist Dell? Hallo? Ist Hux Ich bin da? den Widerstand Gerüchten nachgegangen im Jinata-System. Es geht um ein Wenn man Projekt ihn einfach nur im Hintergrund Lebensmittelerhebung. schreien. Ah! Personen verschwinden und genau das ist die erste Ordnung, vielleicht dahinter steckt. Ich war Hier hat überrascht, ein dass die Piercing, hier ist ein Spinner die Flötchen. Taurus auf Pelio outeten. Das ist Ist geil, ein wirklich Alien zu sein, der altert gar überhaupt nichts. nicht. Ja. Das Schiff war leer. Ob wir alten Mann Luke hier treffen werden? Weiß ich nicht, vielleicht wirft er dann auch was nach uns. Runter von meinem Rasen! Oh, ich darf jetzt auch fliegen. Was ist der Plan, Alten? Kannst du die Corvus längsseits der Fregatte bringen? Ich bin in letzter. Und ich Schiffe bin tot. Was? Ich kann Asteroiden und Lasern ausweichen, aber nicht. Wir sind das Schiff ich. gefahren, Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin in letzter Zeit ständig geflogen, also ich habe kein Problem und dann bin ich tot. So eine Scheiße. Alter, geh doch mal kaputt. Greifst du noch die Fighter da an oder die Transporter? Transporter, ich schieße hier ganz einfach. Hier Ach so. Da müssen wir hier noch nicht erledigen. Da müssen wir ja noch Jäger hier erledigen, ne? Ich muss die Transporter angreifen, du. Aber das sieht mir jetzt ziemlich schwer aus, Alter. Ich werde von allen Seiten bombardiert, ey. Erwischt! Du hast Raketen, das weißt du, ne, Daniel? Ja. Damit gehen die ziemlich schnell kaputt. Ich habe eins down. Greifen uns diese Transporter etwa an? Es gibt Bom, 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 bom. Nee, Oh ich will Gott, die nicht schon erledigen. wieder. Wir kümmern uns darum. Ja, ich hatte die schon erledigt. Transporter zerstören. Ich bin dem da nicht schon wieder weit voraus, ey. Ja, die ganze Zeit auf die geballert, ey. Ey, wenn da nicht zerstören drüber steht, dann muss ich die auch nicht zerstören. So, ganz voll auf Déjà-vu. Wieso? Weiß ich nicht. Kommt mir so vor. Ja, das kann gut sein. Oh, einer ist weg. Da geht der zweite down. Weiß ich nicht, hab ich noch nicht ausprobiert. Ja, weiß ich nicht. Oder vielleicht Schiffe in der Nähe. Oh, Daniel, die kidnappen Leute. Was hat nur das zu bedeuten? What? Ja, die kidnappen Leute. Also jetzt nicht wir. Nicht wir, sondern die First Order. Alter, ich gehe hier drauf. Leck mich. Oh, die hat die ja. Los, Schwift, zieh das Feuer auf dich, du Pisser! Du bist scheiße! Konvoi zerstört! Sie entführen heute niemanden mehr als Lima Kai. Glauben Sie! Ich muss eine Quote erfüllen! Und hat das Ding keinen Schaden genommen!
Ich baller doch auf das Ding, ey. Das ist noch so ein ganz großes, ey. Oh Gott, ich war beinahe tot. Ja, da hatte ich auch grad. Ich bin tot. Ey, wie sind die alle immer hinter mir, ey? Bei mir sind die irgendwie nicht so hinter mir, Daniel. Was hat denn das immer für eine Analyfizierung bei dir in deinen Geschichten, ey? Mit dem komischen Blitzteil musst du so Minen deaktivieren, bevor die dich treffen. Schau mal nach. Ding halt so langsam, ich flieg die ganze Zeit nicht rein. Ich will das Schiff von dem sehen, der ist viel zu weit weg, der Pisser. Nein, bin ich nicht. Alter, das sind ja seismische Bomben, Alter! Wie die Boba Fett, wenn er die Django benutzt hat, ey. Ja. Boah, ich krieg diese blöden Typen nicht down, ey. Was? Ich glaube, heute hat irgendwie einer damit mit dieser scheiß seismischen Bombenfähigkeit 13 Kills gemacht, ey. Mit einem Schlag. Da waren irgendwie nur noch 13 Gegner übrig, der setzt einmal dieses Ding an und dann stand da 0. Hab ihn, so. Minen deaktivieren, na. Das weiß ich schon. Ja, oh, Videosequenz. Ja, oh, ein Erfolg. Voll in der seismischen Bombe drin. Ja, aber. Alter, hör auf immer! Was denn? Ey, die bleiben immer voll stehen, ey. Ich flieg da in die Reihen. Du sollst die deaktivieren, du Pisser! Ich tank die Bombe weg. Das macht nicht so wirklich. Ich glaube nicht mal, dass man eine seismische Bombe überhaupt ist, ey, weil das scheint mir mehr so ein Ionending zu sein oder so, ey. Das dich lahmlegt. Wo wir sind, ey, wie sieht's denn hier aus? Nett! Nice! Das ist Vardos. Der Heimatplanet von. Ja, der Heimatplanet von der. Irgendwie war ja so irgendwie, dass die First Order denen geholfen hat, den wieder irgendwie aufzubauen, den Planeten oder so. Also voll gemacht, den dann zu zerstören. Keine Ahnung. Ja, ja, ich weiß, Daniel, du stehst auf Asche. Was war denn das für ein Statement, ey? Ich liebe Asche. Irgendwann sehe ich nur noch wieder sein Haus da zu Asche brennt, ey. Und dann wird er einfach gegen die Wand geworfen. Rückstände von der Operation Asche. Asche. No, ich wusste. Du stehst auf diesen Aschenscheiß, ey. Waffen runter. Oh. Das Protektorat war leider nicht länger nützlich für Projekt Wiederbelebung und die Erste Ordnung. Projekt Wiederbelebung? Oh, wen haben wir denn da? Ja. Oh. Der Senat wird das keinesfalls dulden. Der Senat und der Rest des Hosnien-Systems sind nur noch Asche. Asche. Am Himmel die roten Lichter. Wunderschön, nicht wahr? Die Republik war jahrzehntelang nur untätig. Und wir haben Vorbereitung getroffen. Das spielt genau während Episode 7, Daniel. Ja. Ich hoffe, ach, die roten Lichter waren... Okay. Ja. War der Starkiller Base. Genau. Ausgerechnet heute. Endlich hier bei dir bin.
Interessant. An dem Ort, wo du mir alles genommen hast, ja, den Trupp, meine Familie. Und ich habe lange darauf gewartet. Wird das jetzt hier romantisch, oder was? Zuerst Dell. Ja, es stimmt. Und jetzt? Deine Tochter. Ui. Die ist bestimmt nicht auf dem Schiff oder so. Findet raus, was sie über den Widerstand wissen. Ich hoffe, sie ist tot. Ich musste in deiner Galaxis leben, Alden. Wird Zeit, dass du in meiner lebst. Das aber wild schreien. Okay, so weit bin ich noch nicht. Dann sollten wir das ausnutzen. Fallen die auf mich? Ja, Daniel, du kannst die auch töten. Hat die ja gesagt, die müssen nicht unbedingt auf unserer Seite sein. Pff, bin schon tot. Was? Ja, wahrscheinlich wie eine eigene Granate ich selber getötet. Ich hab hier gerade schon alle getötet. Irgendwas stimmt auch mit dir nicht. Das heißt nicht, dass die Genata-Sicherheit auf unserer Seite ist. Eigenen Granate getötet. Also ich glaube, ich habe alles getötet. Ich wurde nicht einmal angeschossen. Speziell auf diese hier. Willst du mich verarschen? Nee, fängt jetzt schon. Fängt das jetzt hier schon wieder so an? Jetzt wurde ich angeschossen. Was zum? Was denn? Oh, ich selber getötet schon wieder. Was also, das war echt ein Sterbenswunsch, oder? Das war nicht die G-Taste. Verdammt. Ich wollte einen Raketenwerfer hier aufsammeln, hab eine Granate gegen die Wand geworfen. Oh Gott, nein. Sterb. Drücken Sie D, um die Taste, um die Waffe aufzunehmen. Daniel beißt verbündeten Spieler in den Arm. Ihr lebt noch. Ja, er ist der Flammenwerfer-Typ. Meiner ist auch schon tot, der. Ich hab einen Raketenwerfer da reingeschossen. Wo hast du denn schon wieder einen Raketenwerfer her? Ich kämpfe hier nur mit meinem Blaster, ich habe noch nicht eine Fähigkeit benutzt, der. Oh Gott, ein Flametrooper. Aber ein Flametrooper. Wurde schon wieder geblendet oder was? Was stimmt da eigentlich nicht mit dir, Daniel? Warum werfen die ständig Granaten bei dir? Ich habe noch nicht eine Granate abbekommen. Ich werde hier die ganze Zeit abgeballert wie so ein Irrer. Ah, geh weg! Was denn? Der Traitor. Ich habe dir eine Granate gegen den Kopf geworfen. Da kommen zwei Flametrooper, Daniel. Ach Mann. Ja, warum hätte ich denn hier schon wieder gespawnt? Ich bin schon wieder tot, Daniel. Ja. Wie kannst du es wagen? Ich bin weit weg gespawnt, ey. Geh weg! Mann, ich habe mich schon wieder getötet. Was, Alter, was geht denn bei dir da ab? Ich werfe eine Kontaktgranate. Hör auf, Granaten auf dich zu werfen. Baller dem nur einfach in die Fresse, verdammt nochmal. Ey, was hast du für... Daniel, wenn irgendwann der Krieg ausbricht, ey, das wird nichts mit dir, ey. Ja, das höre ich öfters. Ich weiß nicht, wegen dir haben wir dann irgendwann keine Munition mehr. Wenn du ständig Granaten durch die Gegend wirfst, ey. Daniel denkt sich auch, ja, oh, endlich feuer es aus. Ja, natürlich. Ja, genau, das fällt mir gerade ein, ey. Das Schiff von Snoke in The Last Jedi, ey. Der Bumerang. Ja. Der ist, weiß ich nicht, das ist ein Megaklass-Sternzerstörer. Ach nee.
Also ja, aber das ist ein dämlicher. Das ist ein dämlicher Name, ey. Das größte, was das Imperium hatte, war Supersternzerstörer und jetzt hier Mega. Und die neuen AT-ATs, die heißen auch hier M6 heißen die. Das steht auch für Mega. Ja, apropos, da ist einer. Ja. Ich weiß nicht, der Supersternzerstörer von Vader war 19 Kilometer lang. Und der von Snoke, der ist 60 Kilometer lang. Ja. Ja. Daniel macht gerade einen Salto in seinem Zimmer. Oh. Wie so ein Flipper. Charge! Wo tust du denn hin, Chargen, Daniel? Zum nächsten Signal. Ah, oh, Flammenwerfer. Ich renne einfach durch. Ich lieg sowieso hinterher. Ich renne einfach hier um den Haufen. Hast du eine Ramattacke oder was? Ja, ich laufe auf den Dingen. Immer noch. Also, ich hab das schon ewig verlassen, das Ding. Ich hab grad einen Geschützturm umgerannt. Na, okay. Das ist ein ATC. Ich brauche einen Granatenwerfer oder irgendwie sowas. Fast. Das ist aber eine längere Mission, ey. Ja. Also, man gibt es dazu Beschwerden, das ist umsonst. Das ist uns aber nicht genug. Was willst du mit uns, ey? Ich bin da, ich liebe dieses Spiel. Bist du schwanger oder warum sagst du uns? Nein, ich verstehe. Na, no, der war schwarz. Was? Das sah aus wie irgendwie wie das Atari-Zeichen, ey. Nur ein bisschen in die Länge gezogen, in den Kopf. Oh, Tontauben schießen. Da sind die alle, ey. Da kommt noch ein ATST. Willst du mich auf den Arm nehmen? Muss mal Raketenwerfer, ey. Ja, ich habe auch keinen. Analyse. Asche. Das ist ja richtig beschissen, ey. Ich kann die Teile angreifen, aber ich darf nicht, wollt ihr mich verarschen? Ja. Der Schrift hat mich gerade gerammt. Jetzt hat besser. Ich würde so gerne mal abdrücken. Wir können gar nicht schießen, Daniel. Nee. Schriff, pass auf, aua. Pass doch mal auf. Wie schnell fliegst du eigentlich, Junge? Der fliegt in mich rein, ey. Aber wie? Der ist vor dir. Wie kann der in dich reinfliegen? Du nimmst doch gar keinen Schaden dadurch, Daniel. Ja, ich liebe den Typen, ey. Der Typ ist so positiv. Ah, nee, ne? Okay, gut. Hey. Nicht gestorben, ne? Genau. Dann los. Wir waren wieder so lustig, Daniel. Ich finde den Typen einfach klasse. Bist du vor meiner Tochter?
Nur ich darf sie da anfassen. Falls doch ein DLC oder irgendwie sowas kommt, dann nehme ich mal an, das geht um, aua, um die Tochter, ich bin tot. Wie kannst du denn so schnell sterben? Also schnell, der hat auf ein Explosionsfass drauf geballert, während ich da gerade vorbeigelaufen bin. Interessant. Es ist interessant. Das war interessant. Venus! Da haben auch schon wieder welche gedacht, dass die Porks die neuen Ewoks sind. Die stürzen auch aus der Besiegen. Richtung. Ja, indem sie halt in die Lüftung fliegen und zerfetzt werden. Ja. Oder neuen Starkiller-Basis, die wahrscheinlich in Episode 9 oder irgendwie sowas auftauen wird. Ey, komm, das ist schon all, das ist ausgelutscht. Die sollen aufhören mit ihren dreckigen Superwaffen, ey. Das war schon vor dem Todesstern ausgelutscht, oh ey. Gott. Oh Gott. Oh. Ich, die hatten Dead Ass. Ich tot. Hervorragend. 100 Punkte in Deutsch. Boah, heck doch einfach weiter, Mädchen. Ich mach das schon. Ah, meine Augen. Ah, Flammenwerfer. Boah, nein. Bei dir hört sich das immer voll bei der epischen Schlacht an, ey. Als würdest du zwischen gut und böse, ey. Ja, ist es auch. Bei mir sterben die wie die Ameisen. Du musst auf die Köpfe zielen, Daniel. Ein Schuss, ein Treffer. Der Daniel ist die ganze Zeit irgendwie was am rumwerfen. Das Mädchen ist echt hässlich. Mein Gott, sind wir ja gleich mal fertig? Ah, Feuer! Du hast schon das Spiel durch und so, ne? Ja. Ich bin im nächsten DLC. So, raus hier. Dann hätte ich mal nicht geschossen, dann hätte ich nämlich nicht gesehen. Ich habe auch auf die geschossen, ich habe die alle abgeknallt. Ich lieb dich nicht, jetzt Scheiße. Oh, es ist auch tot. No, der hat jetzt meine Tochter hier als Geisel. Bei mir. Mhm. Ja, bei mir ist S gerade gestorben. Okay. Boom. War voll die Battlefield-typische Szene. Slow Motion, ich muss dir in den Kopf ballern. Ja, ich weiß. Wir haben Hass getötet, Daniel. Ja. Nein! Boah, ey, ich hasse diesen Bullshit mit der Hoffnung, Kacke, ey. Alter, endlich die Schnauze. Ja, da hast du wieder was Neues, ne, Daniel? Hope. Hoffnung. Stoppen wir dieses Schiff.
dieser Außerirdische, ey. Hoffnung. Ist es tot, Daniel? Noch nicht. Der Schwiff stirbt. Oh, also. Oh, es ist Battlefront Resurrection. Belohnung freigeschaltet. Pass auf, Daniel, Spoiler, Aiden ist eine Frau. Was? Oh, das schockiert denn Daniel. Die hat irgendwie in der Videosequenz mit Husk irgendwie dunklere Haare gehabt, jetzt werden die wieder schwarz, ey. Und da geht die Starkiller-Basis putt. Oh ja, das könnte Starkiller-Base gewesen sein. Hab ich gar nicht bemerkt. Was denn? Nichts, nur der Alien. Oh, sie ist tot. Oh. Wird noch besser. Kontaktiere den Widerstand. Sag ihnen, dass das hier erst der Anfang war. Denn die erste Ordnung. Der sagt noch mehr. Aber wir haben Hoffnung. Und es ist diese Hoffnung, die uns den Sieg bringen wird. Ich hab bitte gesagt. Ja, genau das. Aber ich hab bitte gesagt. Leer. Ja. Deutet schon irgendwie auf ein neues DLC irgendwie an. Ja. Viel Glück, Inferno-Truppen.
Will ich ein Inferno-Trupp sein? Ich will Trupp Asche sein. Oh Junge! Asche.